Herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon mit Arezu. Ich bin Arezu. Und ja, ich wollte jetzt ja die Stufe 5er weiter aufleveln. Wenn ich mich recht entsinne. Oh, wir packen erstmal den Stufe 5er zu den Stufe 5er, nicht zu diesen niedrigen Stufe 4ern. Wobei einige von denen gar nicht so niedrig sind, ne? Und drei wollen aufsteigen. Gewähre ich den wahrscheinlich in der nächsten Folge. So, ja, ich wollte mehr Stufe 6er haben. Das heißt, wir gucken uns mal an, was wir so zur Verfügung haben. Hier hätten wir ein kurzes Expertenabenteuer. Das klingt doch schon mal gut. Mondumhang plus ab. Also die Items klingen auf jeden Fall jetzt cooler. Muss das hier so sein? Warum leuchtet das da rum? Es leuchtet immer noch. Hör auf zu leuchten. Merkwürdig. War das immer schon da? Nee, ne? Okay. Wir machen ein Expertenabenteuer. Mondumhang plus Abwehr bei Licht unter 26 plus Ausweichen bei Licht unter 26 plus Stressschaden. Also das wäre was für eine Farmgruppe, also die Geld farmt. Plus Geschwindigkeit. Wow. Ja, mal sehen. 6000 Gold und ein paar Wappen. Und 11.000... Moment, ich bin hier falsch. Und 6000 und ein paar Wappen. Ja, okay. Wir nehmen den Mondumhang. So. Falzu darf mit. Torell nicht. Warum ist Torell eigentlich nicht? Moment, die müssen mal in die Stressreduktionsfabrik. Torell darf trinken. Prost. Gesell dich zu Espec. Behalt die ein bisschen im Auge. Die ist erst kürzlich tot gewesen. Oh, Perry, was hast du für eine Krankheit? Schwarze Seuche, oh Gott, schwarze Seuche. Fast so schlimm wie das schwarze Mal. So. Das war übrigens eine Flug der Karibik-Anspielung und keine Harry Potter-Anspielung. Erkennt man an dem vorhergesetzten. Egal. Ja, Mansel darf mit. Ne? Und... ich muss gerade aufpassen, ich habe ein paar Leute, bei denen noch nicht alle Fähigkeiten richtig gesetzt sind. Arunde ist natürlich richtig, die kennen wir ja. Cornels, ja klar, darf. Und Torment, meinetwegen. Für ein kurzes Abenteuer kann er auch mit ein bisschen Stress reingehen. Gut, wir nehmen Nahrung mit. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Eine Schaufel haben wir schon, gut. Und Fackeln kann man gar nicht zu viel haben. Ich guck mal kurz. Wie viel. Hier, die Mahlzeiten kosten jeweils 45. Die Fackeln. Ja, auch irgendwas im 100er Bereich nur. Eigentlich mit 2.000, 3.000 müsste man direkt das alles wieder drin haben, ne? Wisst ihr was? Wir nehmen mal einen Schlüssel mit. So. Mal gucken, ob er sich auszahlt. Wahrscheinlich nicht in. Wahrscheinlich sollte man das bei langen Abenteuern machen, aber nicht bei. Obwohl. Gerade bei kurzen, ne? Bei den langen hat man ja das Inventar sowieso voll. Jetzt, wo ich so langsam mein Team zusammenstelle für den dunkelsten Dungeon, sollte ich vielleicht drüber nachdenken, worüber man so nachdenken sollte, bevor man sich hochfarmt. Wahrscheinlich wäre ich schon längst fertig, hätte ich darüber ganz am Anfang nachgedacht. Gut, wir erkunden. Das ist ganz wichtig bei nur einem Weg. Da haben wir direkt einen Raumkampf mit Schatz. Das heißt, wir können dort unseren Schlüssel benutzen. Das ist doch schön. Ja, plus Chance Tugend. Das stimmt. Das hätte ich vielleicht bedenken sollen bei der Abenteuerwahl. Das heißt, ich hätte natürlich auch mir ein längeres Abenteuer nehmen können und das Risiko relativ gering gehalten damit. Weil die Leute nicht so schnell durchgedreht wären. Andererseits kommen hier auch solche Dinge wie gigantisches Ektoplasma. Zerhack es! Das nennst du zerhacken? Siehst du, da, der macht's richtig, der hat zerhackt. Einigermaßen. Ja, wir versuchen die hinten zu erledigen. Widersetzen sich dem Gifthauch, wie gemein und hinterhältig. Betäuben 120er Resistenz, hau rauf. Verdammt, die halten aber aus. Autsch, das vergiftet. Falls es. Oh nee, das vergiftet nicht. Es sieht so giftig aus. Autsch. Tugend wissen wir ja inzwischen, ist die Chance, dass man nicht wahnsinnig wird.
Und das ist eigentlich schon ganz nett. Das Schlimme ist, wenn ich die da hinten losgeworden bin, aber den hier noch nicht, dann kann der sich ja eventuell vervielfachen. Obwohl ich immer noch nicht ganz sicher bin, welche davon sich vervielfachen und welche nicht. El Rakadosh, also der echte, nicht der Kopfgeldjäger in unserer Gruppe, hat ja geschrieben, hat mir ja geschrieben, welche seiner Ansicht nach sind, aber ich habe es leider vergessen. Sonst wüsste ich es jetzt vielleicht. Oder zumindest hätte ich eine Vermutung. Mann, kannst du mal aufhören, den zu betäuben? Zwei Runden hintereinander. Und das, obwohl man einen erhöhten Widerstand gegen Betäuben hat. Wenn es einmal war. Ausgewichen, nicht gut. Dann hätten wir den, also ohne Ausweichen, hätten wir den direkt erledigt. So, warten wir noch die eine Runde. Wir schießen nämlich direkt auf den. Wir wollen nichts verschwenden. Weil sowieso kaum was trifft. Autsch. Und Autsch. Okay, jetzt ist er allerdings in der nächsten Runde erledigt. Und hier kommt kein Gifthauch durch. Sehr schön. Du hackst mal schön weiter auf dem rum. Warum machen die so wenig Schaden? Habe ich dir nicht die... Mal sehen, Stufe 4. Ne, Stufe 4. Also das scheint wirklich das Maximum zu sein. Eine 17er Heilung. Sehr gut, Falzu. Danke. Moment mal, ist das... Ist das Falzu? Ja, okay. Warum ist Falzu nicht in der Gruppe, die direkt aufgestiegen ist beim letzten Mal? Ich hätte eigentlich gedacht, dass er als einer der Ersten aufsteigt, weil ich ihn immer bevorzugt mitnehme eigentlich. Tja, hab mich wohl geirrt. Der ist faul, der Falzu. Beute markieren. Okay, kannst du gerne machen, wenn es dir denn Spaß macht. Zack, weg. Autsch, ein Doppelkrit, das ist gemein. Und schon wieder betäubt. Hat er irgendwas, das ihn leichter betäubbar macht? Moment mal. Ne? Hier, minus Widerstand gegen Betäuben. Ja, okay. Oh, und er hat... Moment mal. Hier stand eben, ersetzt Thanatophobie, aber... Das klingt danach, als hätte er jetzt in diesem Abenteuer schon was Negatives bekommen. Aber ich wüsste nicht wann. 12 Heilung, sehr schön. Dem Bluten widersetzt ist auch gut. Ausgewichen ebenfalls gut. Und noch hat er sich nicht vervielfältigt. Der Herr Ektoplasma. Bäm, und das tut er auch nicht mehr. Blüten müssen fallen und Blutende auch. Zum Glück bluten meine nicht, sie sind nur vergiftet. Ja, hier schieß rein. Der dürfte auch 6 und ja. Okay, wenn er das nächste Mal dran ist, ist er erledigt. Vielleicht kommt Falze vorher nochmal. Ah. Heilung 12, sehr schön. Und einen Moment. Ich habe. Ich stelle fest, ich habe vergessen, TeamSpeak auszumachen. Ich drücke mal kurz auf Pause. So, ich habe gar nicht vergessen, TeamSpeak auszumachen, offenbar. Sondern die Ausmachtaste von TeamSpeak. Also das X funktioniert nicht. Uiuiui, 16 Wappen. Das ist nicht schlecht. Ich hoffe, ich habe überhaupt noch genug, um was auszubauen. Obwohl, da müsste noch einiges sein. Was haben wir hier? 750 Gold. Okay, nehmen wir. Ein Grab. Los, wir haben eine Grabräuberin. Guck nach. Widersetzt. Okay, ist in Ordnung. Gegengift sofort. Ein bisschen spät, ne? Zack, beide leben noch. Das ist aber schade. Da Gift nicht ganz das, wonach er gerufen hat, aber ohne das Gegen haut schon hin, ne? Mal gucken, kriegen wir sie weg? Ne, wir kriegen gar nichts weg, verdammt. Heilung? Ja. Vorne wäre eigentlich besser gewesen, weil er sich ja als Aussätziger ziemlich gut heilen kann schon. Und Skorbut. Ach Gott. Skorbut ist doch gleich was? Also, ich meine, ich weiß, was Skorbut ist. Ich meine, was bewirkt es hier? Fallen ihm die Zähne aus, oder was? Minus Widerstand gegen Bluten, Minus Widerstand gegen Bewegen. Okay, ist in Ordnung. Also, ich meine, ist nicht in Ordnung, aber... Hört ihr auf, auszuweichen! Ausweichen 23, das ist tatsächlich relativ hoch.
Aber nicht genug für Mansell. Haha. Und... Au. Verdammt. Hör auf, mir Krankheiten zu verteilen. Du heilst dich. So. Gut, 10 Heilung. Ist das wirklich schon das Maximale? Es klingt nicht nach dem Maximalen. Und du hör auf auszuweichen. Du verdammte fette Made. So. Wunderbar. Da kommt jetzt die nächste. Oh, keine nächste Krankheit. Hätte mich jetzt wirklich nicht überrascht. Was zum Teufel? Das ist eine fette Made. Wie können meine Leute so oft... Ja, es nicht schaffen, eine fette Made zu treffen. Yay, 50 Gold. Und der Kampf hat mir eine schwarze Seuche und Skorbut eingehandelt. Das ist es doch wert gewesen, ne? 100% der Raumkämpfe. Hier könnte ein Raumkampf sein. Oh Gott! Ja, Heilung. Danke. Autsch, das betäubt, das ist gemein. Da fehlte der Sound, das ist merkwürdig. Zerschlagen, damit kann er nichts treffen. Und das wird wahrscheinlich Stress geben. Ja, okay. Kannst gerne noch ein bisschen rumheulen. Meine Leute werden tugendhaft. Pass mal auf. Falls sie denn überhaupt noch was werden. Ich meine, so oft wie sie betäubt sind. So. Und Gift hat gezogen. Sehr schön. Es bringt 12 Schaden. Ja, 2 Schaden müsste er noch so kriegen. Wo ist der Sound hin? Hier scheint wirklich die eine Datei kaputt zu sein, offenbar. Und noch mehr Sorgenvoll. Yay. Warum ist sorgenvoll eine Krankheit? Depression könnte ich verstehen. Aber sorgenvoll? Sind jetzt die ganzen AfD-Leute krank? Ich meine, schon. Plus Stressschaden. Okay, macht mir keine Sorgen. Der wird ja tugendhaft, ne? Bestimmt. Zack. Wenn wir dem jetzt noch Gift draufhauen, dann ist er erledigt. Und bei dem hauen wir ganz normal rauf. Und er nimmt auch relativ viel Schaden dafür, dass er Abwehr 40 hat. Autsch. Autsch. Hört auf. Das tut weh. Das nervt, dass da kein Sound kommt. Ich finde das total ungewohnt. Ich weiß, dass einige komplett ohne Sound spielen. Das kann ich überhaupt nicht. Uppala, da ist mir der Stift aus der Hand gefallen. Warum habe ich einen Stift in der Hand gehabt? Egal. Ausgewichen. Nicht egal. Sag mal bitte. Verdammt, hört auf auszuweichen. Besonders weil ich die Folge schon... weil ich schon eine Folge hatte, die Ausweichen Dungeon oder sowas hieß. Ich kann die doch nicht alle gleich nennen. Wahrscheinlich mache ich einfach nur deswegen, weil ich das jetzt erwähnt habe, noch eine Folge, die sehr ähnlich heißt. Aua. Hört auf. Das ist gemein. Hier Heilung für dich selbst. Sehr schön. 18 ist sehr gut. Über die Hälfte von dem, was er generell haben kann. Oder? Moment. Ja, nochmal sorgenvoll. Yay, wer hat's erwischt? Ausfällig, nicht gut. Und standhaft, das ist gut. Und sie hat es wenigstens auch so direkt bekommen, dass unser lieber Herr, wie hieß er doch, Torment, Torment der Getormente, direkt wieder ein bisschen stresslos geworden ist. Skorbut. Ja, Mansell hat Sorgenfeuer bekommen. Aber, naja, hat ihr offenbar nicht wirklich viel ausgemacht. Ich meine, klar, sie hat Stress bekommen, aber ist jetzt wieder weg. Zum Großteil. Au. Und Heilung. 9. Och Gott, das ist das Niedrigste, glaube ich, das wir bisher hatten. Also, jetzt in diesem Abenteuer. Okay, es ist definitiv keine Sounddatei. Eventuell sind...
die generell verbuggt. Also die Gargoyles, dass da die Verknüpfung irgendwie nicht hinhaut, dass die in einem falschen Ordner sind und deswegen der relative Pfad nicht hinhaut. Irgendwas in der Art. Aua! Verdammt! Okay, wenigstens ist er den einen Punkt davon entfernt noch. An die Todestür zu kommen. Das ist schon mal gut. Und los ein Crit. Okay, es wird immer weniger. Das ist nicht gut. Und so langsam wird es hier ein bisschen stressig. Hör auf auszuweichen! Ausweichen 28, das dürfte doch gar nicht so viel sein, oder? Hier. Entstress dich mal ein klein bisschen. Das sorgt nämlich auch dafür, dass wir ein bisschen mehr Licht bekommen. 6 Heilung, toll! Jetzt, wo wir gerade wirklich eine große Heilung gebrauchen könnten, will er nicht. Und da wird der nächste getestet. Oh, paranoid. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir sind nicht allein. Stimmt, da steht jemand vor uns. Das hast du gut erkannt. Hör auf auszuweichen. Okay, wir müssen nur noch für 2 Schaden treffen. Das kriegen wir doch hin, oder? Danke. Licht bitte. Danke. Achso, und sortieren. Ganz toll. Gut, wir gehen noch ein Stück zurück. Wir hoffen einfach, dass da kein Raumkampf ist. Und wenn doch, müssen wir eben den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Juhu! Und Stresstest. Falls du wird ausfällig. Toll. Benimm dich. Ja, hier, esst. Und ja, Geld nehmen wir. Geld und Edelsteine. Das Problem ist, das suchen wir ja eigentlich gar nicht. Und wenn es bis hierhin erkundet und da kein Raumkampf ist, können wir umdrehen. Gut. Dann sparen wir uns nämlich 2 Raumkämpfe. Das ist ganz gut. 2 Zwischenraumkämpfe. Und hätte ich hier vorher schon erkundet gehabt, dann hätte ich gewusst, dass ich da direkt rein kann. Rein muss. War jetzt wieder ein bisschen Zusatzstress. So, ist. Du auch ist. Und hier ist. Wunderbar. Okay, die Fette ist gefährlich. Normalerweise nicht, aber in diesem Falle schon, weil wir jemanden haben, der schon 161. Jetzt habe ich gerade aufs Leben geguckt. Der 161 Stress schon hat. Das heißt, wir sind kurz vorm Herzinfarkt. Beziehungsweise nicht wir, sondern er. Und ich will nicht, dass ein Stufe 5er jetzt stirbt. Das wäre mir nicht recht. Da ist definitiv der falsche ausgewichen. Besonders, der hat ja auch noch Abwehr. Das heißt, die verderbte Fette wäre auf jeden Fall gestorben mit einem Schaden, der bei dem 12 Schaden gemacht hat. Und, ouch, das tut weh. Ja, okay, haut zu. Ist klar, direkt auf den. 173, los, mach sie fertig. Verdammt, jetzt weichen die auch noch beide aus. Los, mach sie fertig. Naja, das klappt jetzt nicht wirklich so gut da, ne? 13, das war gut. Wollte mal. Oh, 5 nur für eine Markierungsfähigkeit. Das ist zu viel. Autsch.
Großes Autsch. Vielleicht kommt die erste Möglichkeit für einen Herzinfarkt. Das gefällt mir nicht. Cornels an der Schwelle des Todes. Das ist auch nicht gut. Mal sehen. Die haben jetzt in diesem Zug nichts mehr. So, ein Crit für sich selbst. Leider bringt das auch nur 13. Hier, macht die Heilung. 6 Heilung ist ausreichend. Nicht gut, aber ausreichend. Autsch, damit ist er wieder an der Schwelle des Todes. Und zack, ein Crit. Okay, bringt leider nur ihr. Was? Und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, auf die da hinten. Das ist gut. Mach weiter so. Langeweile. Ja klar, warum nicht? Habt mal Langeweile. Sorgen vor... Die schwarze Seuche hat sie... Nee, Syphilis hat sie noch dazu bekommen. Während sich Fall zu langweilt. Weniger Chance auf Tugend, aber hat er ja eh nicht bekommen, ne? Versuch mal den Wechsel. Sehr schön, ein Crit zur rechten Zeit. Und so, also nee, du musst dich heilen. Kannst du dich leider gerade nicht um deinen Stress kümmern? Oh, sehr schön, du kannst dich doch um deinen Stress kümmern. So, und damit sorgt er ja auch dafür, dass er nicht so schnell stirbt. Das ist auch ganz schön. Und noch eine 12er Heilung. Jetzt geht es langsam wieder in die richtige Richtung. Der Stress geht langsam runter. Das Leben geht langsam hoch. So sollte es im Kampf aussehen. Hopsch. Zehn. Mit einem gut getroffenen Giftpfeil könnten wir den direkt erledigen. Yay, toll. Ja, standhaft scheint die Dinge wirklich prinzipiell für einen selbst zu bringen. Hat sich widersetzt, nicht gut. Es gibt ja einige, bei denen man, bei dem sie wirklich anfangen, die Gruppe aufzupäppeln. Das ist standhaft offenbar nicht. Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Die Namen, die manchmal bei so einer Gruppe kommen, die sind rein kosmetischer Natur. Die kommen einfach bei bestimmten Konstellationen. Und bringen nichts. Die Eule jagt allein und Leichen. Toll. Ich meine, es haut ja hin, ne? Eulen sind ja zum Teil Aasfresser. Zumindest soweit ich weiß. Ich kann mich irren. Aber ich glaube, da war was. Arch. Wir kümmern uns natürlich um den, der noch eine Chance hat zu überleben. Das war eben schön. Stresslinderung für alle, die über 100 Stress haben. So, wir benutzen Zerschlagen. Vielleicht kriegen wir dann... Okay, und Stress für alle, die Stress über 100 haben. Das ist nicht so schön. Mal sehen. 4 Schaden pro Runde. Er hat noch 5 Leben. Oh Gott! Nur noch 5 Stress bis zum... ja, bis zum Herzinfarkt. Okay, beide sind erledigt. Die Frage ist nur, wann. 6 Heilung, nicht genug, aber es sollte sie vor der Todestür erstmal schützen. Aber sie ist auch nicht diejenige, um die ich mir gerade Sorgen mache. Ziel sind es noch 10. Okay, der ist erledigt und der andere auch. Okay, solange sie sich jetzt nicht gegenseitig fertig machen, ist alles gut. Kritisch, sehr schön. Ja, hier Heilung. Gut, will er nicht. Hier Heilung. Okay, alles ist gut. Wir haben gewonnen. Puh. Das war jetzt doch etwas stressiger als gehofft. Trotziges Lachen und wieder nimmt sie sich selbst den Stress. Die haben beide noch ein Leben. Ja, okay, hier, machen kaputt. Bitte. Und der andere stirbt von selbst. Sehr schön, nehmen wir Abenteuer fortsetzen. Wir wollen nämlich mal das Weihwasser hier reinmachen. Hochgesegneter Brunnen. Nimm Stress weg. Okay, spart uns ein klein bisschen Geld.
Quest abgeschlossen und ich will jetzt bitte auch raus. Danke. Tja. Also, finanziell hat sich's natürlich wieder gelohnt. 11.000 circa. Sehr viele Wappen. Ja. Warum ist denn das unsortiert? Ein paar Wappen, dann ein paar Büsten, dann wieder ein paar Wappen. Okay, da geht wahrscheinlich das Inventar glatt durch, aber naja. Okay, die werden alle beim nächsten Mal aufsteigen oder sterben. Kann ich ja auch nicht ausschließen. Schleichender Husten, schwarze Seuche. Krieger des Lichts, yay, ersetzt Photomanie. Das Photomanie wird wahrscheinlich irgendwas sehr ähnliches sein. Wahrscheinlich auch mit Lichtboni. Aber naja. Photomanie, wahrscheinlich irgendwas, dass der dass Stress reduziert wird, wenn das Licht oben ist. Once our estate was the envy of this land. Taverne Torre ist ohnmächtig geworden und hat das Buch der sakralen Heilung verlegt. Ganz toll. Aber Espec ist wieder fit. So, Falzu. Na, die Krankheiten sind noch in Ordnung. Hoppala, hier sind wir falsch. Wir wollten in die Taverne. Falzu, geh mal bitte zocken. So, dann schauen wir mal. Wir haben Breboev mit Krankheiten, Darmkolik. Ach, damit kommt sie klar. Schwarze Seuche, das wollen wir weghaben. Torment, was hast du? Schwarze Seuche, das wollen wir weghaben. Cornels, was hast du denn? Schleichender Husten, das wollen wir weghaben. Gut, die ja, werden noch mit ihrem Stress ein bisschen leben müssen. Mann, aber so viel Ausweichen, so viel Krankheit. Das war nicht schön. Ich meine, ich bin froh, dass wir durchgekommen sind, aber für Level-Ups hat es auch nicht gereicht. Insgesamt, na okay, wir haben Geld bekommen. Ja, ist nur, ja, bringt uns langsam weiter. Hat uns wenigstens nicht geschadet, das ist ja auch was Gutes, ne? Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.